Genau, wieso sind wir auf diesem Account? Das liegt einfach daran, dass wir heute 2 legendäre Truhen öffnen. Oh mein Gott, Leute. Hey Leute, ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ja, heute mal nicht auf dem Level 1 Account, der sonst immer in den Videos zu sehen ist, sondern heute sind wir mal auf einem Account von einem Zuschauer von mir, nämlich auf dem Account vom Luke. Der ist auf 2224 Trophäen mit, ja, frisch Stufe 9. Ist auf jeden Fall in Ordnung, denke ich. Denn er ist ja fast in Arena 8, wie ihr seht. Da fehlen nur noch ein paar Trophäen, dann hat er das auch geschafft, Leute. Genau, wieso sind wir auf diesem Account? Das liegt einfach daran, dass wir heute 2 legendäre Truhen öffnen. Oh mein Gott, Leute. Ja, der Typ hatte einfach so extrem viel Luck. Der hat heute einfach nach einem Fight eine legendäre Truhe gedroppt bekommen. Schon mal richtig nice. Und Leute, außerdem hat er noch ein Sonderangebot. Genau, wir gucken mal, was er so bekommen kann. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, den Graveyard hat er. Er hat den Graveyard, den Sparky und die Princess. Ist auf jeden Fall richtig nice. Eigentlich so die Karten, die ich auf meinem Level 1 Account haben möchte. Aber Leute, ich würde sagen, wir ziehen heute mal für ihn den Lumberjack eventuell. Denn in der legendären Truhe sind ja auch legendäre Karten aus allen Arenen. Nicht wundern, wenn hier steht, erhält dich ab Arena 8. Genau, Leute, der Lumberjack wäre ganz cool. Außerdem wäre dann, ja, ich denke, der Ice Wizard noch cool. Oder der Inferno Dragon. Ich hoffe natürlich, dass wir eine der 3 legendären Karten ziehen. Entweder Ice Wizard, Inferno Dragon oder Lumberjack wäre auf jeden Fall extrem nice, Leute. Ich würde sagen, dass wir einfach mal mit der Silbertruhe anfangen. Ja, das klingt auch ganz gut hier. 52 Gold, einmal die Rakete und 8-mal die Bogenschützen. Einfach, ja, nichts Besonderes drin, Leute. Und ich würde sagen, los geht es. Wir öffnen jetzt die legendäre Truhe. Enthält eine legendäre Karte aus einer zufälligen Arena. So, wir öffnen das Ganze. Und, oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, wir ziehen was Cooles. Let's go, Leute. Und, oh mein Gott, Leute, den Funky. Richtig, richtig nice. Ich meine, ja klar, er hat den Funky schon. Aber der Funky ist einfach so extrem nice. Ich würde ihn so gerne haben, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Der Funky ist einfach so einer meiner Lieblingskarten. Auch wenn ich sie noch nicht habe, beziehungsweise den Funky noch nicht habe. Ja, Leute, Sparky ist auf jeden Fall nice. Können wir jetzt auch upgraden? Ich denke, das machen wir einfach mal für ihn. Ich denke, da wird mir dann nicht böse sein, wenn wir das machen. Und oh mein Gott, Leute, Funky Level 2. Richtig nice, Leute. Richtig, richtig coole Karte, die wir gezogen haben. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der nächsten legendären Truhe auf diesem Account. Einfach extrem krass, wie viel Luck der Typ hat. Ja, gebt einfach mal einen Daumen hoch auf dieses Video, wenn ihr das Ganze feiert, so wie ich. Ich meine, ja, wenn ihr Bock habt, dass ich einfach mal öfter auf euren Accounts irgendwas öffne, dann lasst ein Like da. Und ja, schreibt gerne einen Kommentar. Ich würde aber sagen, wir öffnen nun die andere legendäre Truhe, Leute. Genau, enthält eine legendäre Karte aus einer zufälligen Arena, wie auch bei der anderen legendären Truhe. Oh mein Gott, bitte eine Karte, bitte den Inferno Dragon, den Ice Wizard oder den Lumberjack. Come on, Leute. Und, oh mein Gott, Leute, den Miner, auch extrem nice. Ja, wir haben jetzt den Miner freigeschaltet, richtig nice. Den kann er auf jeden Fall gebrauchen. Ich meine, der Miner ist gar nicht so schlecht. Ich spiele den auf meinem Level 1 Account extrem gern. Ich meine, ich habe auf meinem Level 1 Account den Lava Hound, den Inferno Dragon, den Ice Wizard. Dann habe ich noch den Graveyard und zu guter Letzt den Miner. Also Leute, der Typ hat jetzt einfach mal viel mehr legendäre Karten. Ja, ist einfach krank. Den Graveyard, eine legendäre Karte, den Miner, zweite legendäre Karte. Dritte ist die Princess und vierte ist der Fungi, den er allerdings zweimal hat. Also extrem nice, Leute, was auf diesem Account so abgeht. Genau, Leute, das war's jetzt auch schon mit diesem Video von Clash Royale. Genau, ich würde sagen, ihr dividiert das Video bzw. teilt es einfach mal. Würde mich extrem freuen. Ja, ich muss jetzt auch los, denn meine Pizza ist im Ofen. Die ist jetzt fertig. Genau, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.